Hi Jenny, also ja, wegen der Butter. Es tut mir so leid. Victor, was ist los? Was ist passiert? Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Was zur Hölle ist passiert? Wo steckst du? Und dann noch eine Butter. Ihr Butter haben wir gerade nicht. Bekommen wir jetzt nächste Woche wieder. Und vergiss nicht die mega coole Butter. Denn ohne die mega coole Butter kann ich keine mega coolen Sandwiches machen. Ahn, was machst du denn hier? Ich weiß es, Victor. Ich weiß Bescheid. Worüber weißt du Bescheid? Ich hab dich gesehen, Victor. Dann noch eine Butter. Die Butter haben wir gerade nicht. Bekommen wir jetzt nächste Woche wieder. Aber ich habe die Butter noch bekommen. Also ist alles in. Das ist die mega coole Original-Barbecue-Butter mit Barbecue-Geschmack. Wo hast du die her? Aus dem Lidl. Gib sie mir. Okay, okay. Was willst du? Nichts. Ich will nur dein Gesicht sehen, wenn Jenny sieht, was du ihr für eine Lappenbutter anschleppst, während ich ihr diese hier präsentiere. Du Schocke! Du wirst um Gnade betteln und bereuen. Ja, okay. Es tut mir leid, dass ich deinen Vater erschossen habe, aber... Kein Aber. Schluss mit dem Abergerede. Mit dieser Butter werde ich dir mein Ende setzen. Mal sehen, was deine Kleine von deiner Lappenbutter hält. Und jetzt wirst du... Nein, wirst du nicht! Das ist falsch, oder?
Hey Jenny, ich hab die Butter. Du hast... Ja, Jenny, ich hab die mega coole Butter. Du hast ihn umgebracht. Nein, ich bin gar nicht tot. Aber das da ist meine Butter. Danke, Victor, dass du die Einkäufe für mich gemacht hast. Lass uns heiraten. Jo, können wir machen. Mist. Aber wann habe ich Jenny angerufen? Oh, ja.